Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode City Skylines. Ja, in der letzten Episode hatten wir hier schon mal ordentlich unser Industriegebiet gemacht. Warum ist das abandoned? Keine Ahnung. Und hier ist anscheinend was kaputt gegangen, aber das macht nichts. Anscheinend. Und heute werden wir mal unser Atomkraftwerk hier fertig machen. Das heißt, das Ganze mal so, hier Design und alles, dass man sagen kann, der Party ist fertig. Und ich schlage vor, wir fangen an, hier mal den Bahnhof hinzubauen, welcher schon geplant war. Und ich denke, hier die Zubringerstraße, welche auch halt hier zu den einzelnen Gebieten führt, ist dafür perfekt geeignet, um hier einen Bahnhof hinzubauen. Können wir, denke ich, so ganz gut machen. Wollen wir mehrere Bahnhöfe bauen, ist die Frage jetzt. Und welchen Bahnhof nehmen wir? Also, den auf jeden Fall nicht. Wollen wir hier so einen Bahnhof nehmen? Ich meine, was steht da drauf? Irgendwas Russisches oder so? Und passt halt irgendwie so zu dem Style. Vielleicht machen wir dann hier so ein kleines Parkplatzgebiet hin oder so. Auf jeden Fall hier so ein Bahnhof wäre eigentlich ganz gut, denke ich, dass da die Möglichkeit besteht, halt zu dem Gebiet hier halt hinzukommen. Obwohl drei Stück ist halt echt extrem. Also drei von den... Wie nennt man das? Schienen? Ja, einfach Schienen. Ist halt ein bisschen viel, deswegen lasse ich es... Oh, okay. Komisch. Deswegen denke ich, bleiben wir einfach erstmal beim Normalen hier. Genügt ja auch, ne? So. Und machen wir wieder ein paar Parkplätze hin. Parkplätze sind immer wichtig, ne? Sehr, sehr viele Parkplätze. So, der braucht natürlich dann auch Strom. Das heißt, hier kommt... das Stromnetz. Wie nennen wir das genau? Eine Powerline. Hin. Und den Strom müssen wir uns eben mal gönnen. Zack, zack. Und hier hin. Dann hat er schon mal Strom und Wasser. Und wir überlegen uns eine Bahnstrecke, wie das Ding hier langlaufen soll. Also wir müssen es ja mit dem hier verbinden. Idealerweise... Uff, können wir sagen... Also wir müssen es ja irgendwie hier langlaufen und dann hier durch den Tunnel. Deswegen überlege ich... Keine Ahnung, ob das gut gehen würde. Wir können es ja mal ausprobieren. Sieht nicht so nice aus, deswegen. Überlege ich halt hier sowas zu machen. Und sollte dann aber auch schon schön aussehen, wenn. Sieht komisch aus. Könnte aber passen. Vielleicht nutzen wir lieber was anderes dafür. Also wir müssen halt irgendwie so einen Winkel hier hinbekommen, ne? Kommt schon, 45 Grad. Jo. Keine Ahnung, dann irgendwelche Kurven hier rein. Das läuft hier dann erstmal parallel, ne?
Und hier kann man dann sagen, verbind dich mal. Dann haben wir auf jeden Fall was Hässliches da rumstehen. Ja, vielleicht müssen wir erstmal die Bahnstrecke hier weiterlaufen lassen, weil... Guck mal, die wird halt... Dann hier langlaufen. Vielleicht sagen wir eben, es läuft parallel mit der Autobahn. Ja, dann müssen wir aber auch hier sagen. Ab hier soll es hochsteigen. Irgendwie so ein bisschen schon mal. Auf Höhe 3 und dann, wenn das hier um die Kurve geht, dann... schon so hoch. Welche Höhe ist denn das? Gehen wir mal... 18, uff. So, wenn das jetzt hier... 15 ist... Genau, wir müssen ja irgendwie die... Wie muss die Bahn verlaufen? Bei einer Höhe von 18... Ja, hier muss er auf jeden Fall halt nebenbei laufen. Das heißt, keine Ahnung, hier so lang laufen lassen. Ja, ne? So, wenn ich das dann irgendwie... Hier auf 15. Warte. Hier 15. So, zack. Lass dann hier die Kurve so rumgehen. Sieht das aus, als ob da irgendwie was falsch ist. Wie viel ist das? 9. Mach ich das mal 12. Das sieht schon mal vernünftig aus. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt lassen wir das noch hier gut parallel mit der Autobahn laufen. Was weiß ich so? So. Dann haben wir hier schon mal schön Personenverkehr, ne? Alter. Als ob. Da erstmal das Parken hier verbieten. Dass sie da überhaupt auf die Idee kommen zu parken. So. Verändert das was? Nö. Okay. So. Dann haben wir hier quasi hier unseren Parkplatz. Und vielleicht machen wir hier sogar so eine kleine Feuerstation hin. Ist das so eine kleine? Ja. Falls es hier mal halt irgendwie brennen sollte oder so. Das
denke ich, ganz angebracht. So. Finde ich gut. So, genau, jetzt wollte ich nochmal gucken, dass hier bloß nicht geparkt wird. Hier ist zwar ein Parkplatz für alle, aber ich parke einfach trotzdem auf der Straße. So, dann fangen wir mal an, die ganze Natur auszurotten. Weil das ist auf jeden Fall hier alles Asphalt. So. Und hier auch noch halt alles. Auf jeden Fall auch bei den Türmen. Oder wie die heißen. Ach, die haben doch einen Namen und den weiß ich eigentlich auch. Ich komme gerade nicht drauf. Oh, das ist nicht gut. Einmal bitte wieder hinbauen. Oh, ist das jetzt für immer weg? Können wir das irgendwie nachbauen? Ach, ist egal, passt. So. Hier ein bisschen grün lassen? Ja, komm, ein bisschen grün ist immer gut. Das können wir dann schön designen. Aber hier muss auf jeden Fall Asphalt hin. Bis, keine Ahnung, hier hin oder so. Wenn wir dann irgendwann mal weiterbauen, haben wir immerhin die Möglichkeit, das noch nachzupflegen. So, und hier? Hier kann eigentlich echt auch überall Asphalt hin. Das ist die Frage echt überall. Ja. Hier darf nichts Grünes sein. Kein Stückchen mehr. Auch hier? Ja. Hier werde ich halt ein bisschen noch grün lassen. Weil dann kommen da ein paar schöne Bäumchen hin. Hier auch Asphalt. So, und dann können wir nämlich, wenn wir mal zurück, so. Hier die Bäume finde ich eigentlich für sowas mega praktisch. Zack, zack. Ich hätte eigentlich hier mit dem Tool arbeiten können, aber geht ja auch so schon okay. Jo, das ist, denke ich, okay. Oh, ich dachte, das ist halt so ein Riesending. Ach, das war der. Naja. Und dann meinetwegen auch hier. Nämlich das Schöne ist, das kann ich euch jetzt zeigen, was ich tatsächlich auch noch habe, das können wir vielleicht nutzen, ist unter, wo ist es? Gott, wo habe ich es hingetan? Hier sogar drunter vielleicht?
Nee, hier? Moment. Oder war ich das schon? Wo hatte ich's? War das sogar hier drunter? Das kann gut sein, weil es hier Pflanzen und alles ist. Genau, hier sowas. Und diese Bumper, das stimmt, die wollte ich auch mal hier mit einbauen. Die passen, finde ich, für sowas. Alter, das ist Feuerwehr, die will ich jetzt mal sehen, wie, wo die hin muss. Oh. Alter, das ist ja richtig heftig am Brennen. Okay. So. Auf jeden Fall können wir das doch eigentlich mal hier irgendwie nutzen, oder? Ich meine, das sieht ja nicht so schlecht aus, ne? Wenn wir das dann hier mal irgendwie so... Und kann ich den Spacing? Genau so, ne? Point, bitte. Ach, keine Ahnung, dann hier in so ein großes Feld irgendwie. Wo ein so ein fetter Baum... So eine Tanne. Passt total. Nee, dann können wir hier einen so einen Baum rein platzieren. Und hier so viele kleine Büsche irgendwie... da dran. Die kann man aber auch. Noch eins. Genau, so ist perfekt. Bei mir kam, glaube ich, gerade ein Blitz. Das Gewitter draußen. Geil. Ich liebe Gewitter. Jo, das klingt nach Gewitter. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber bei mir hat man es ordentlich gehört. Ah, schönes Gewitter an einem Sonntagnachmittag. Es gibt nichts Geileres. Finde ich echt. Zack. Oh, sehr schön. Irgendwie ist das Mittelding so manchmal, beschwert sich das. Ich hab keine Ahnung warum. Bisschen so? Okay. Anscheinend. Komm schon. Boah, es ist eine Frickelsarbeit. Aber ich hoffe, das lohnt sich.
Okay, manche Sachen klingen, als ob sie in-game sind, draußen sind, aber manche Sachen sind in-game. Also gerade höre ich kein krasses Gewitter. Oder? Nee, nee, nee. Ach, ich glaube, ich weiß, warum. Wenn der sich beschwert, dann versucht er ein großes zu platzieren, was halt illegal ist. Hier so ein Seitending hätte man hier an so eine Stelle zum Beispiel, aber dafür ist das halt viel zu riesig. Gibt es denn noch so Schönes, was ich mir gedownloadet habe? Ach, so geht's ja eigentlich, ne? Ich meine, ist ja jetzt eigentlich ganz nett. Ne? Ja, dann haben wir... Warum war es hier gerade überflutet? Das darf nicht überfluten, ja? Wie fließt das Wasser eigentlich mittlerweile? Kann ich das... Moment, wie ist der Stand? Okay, ist alles gut. Das Wasser scheint rauszufließen. Das ist gut. Oder stillzustehen. Ja, hier fließt das Wasser auf jeden Fall rein. Hier scheint es lang zu fließen und hier auf jeden Fall raus. Das ist klar. Deswegen. Häufig passt das alles noch. Auch in Zukunft. Man sieht so richtig, dass hier halt was passiert. Ja, okay. Uff. Not enough workers. Okay. Ich glaube, die Leute kommen da einfach nicht hin. Wir müssen unbedingt ein Busdepot bauen, dass sie zum Beispiel vom Bahnhof hier rüber gehen können. Das scheint ein richtiges Problem zu sein. Aber der Verkehr ist super. Ja, hier geht's halt mit dem Verkehr jetzt. Okay. Ich frage mich, warum die den geradeaus fahren wollen. Was das für einen Sinn ergibt, von hier aus nach da. Aber die Lieferanten scheinen da ja drüber zu fahren. Vielleicht wollen wir hier so eine Straße, die... eine Brücke. Eine Sekunde. Keine Ahnung, eine Straße, die halt hier so reinführt, ne? So, wie hoch muss das sein? Okay, 9 ist okay. Wenn ich dann irgendwie sowas baue. Passt das auf jeden Fall. Okay. So, dann... machen wir das doch einfach mal. So, und ich hoffe, das löst auch wieder mein Riesenproblem. Nee. Aber können wir... Kunde. Okay.
Ja, okay, ne? Ist halt echt okay. Mehr braucht nicht. Wir brauchen hier aber noch was Wasser. Und die haben nicht mehr so ein Problem mit dem Verkehr. Scheint jetzt besser zu sein. Die können trotzdem hier hinten noch wenden halt, ne? So. Genau, die fahren jetzt auch mal hier links lang, das ist gut. Ich kann aber nicht sagen, dass sie irgendwie... dass sie nur hier links fahren dürfen, ne? Ich könnte es nahe über eine Straße machen, aber will ich das? Ich glaube tatsächlich nicht. Mir war schon klar, dass es ein Riesenproblem wird mit dem Verkehr, aber... ist schon krass. So. Hier läuft eigentlich alles, ne? Sieht ja ganz gut aus. Ja, ist ja jetzt nicht das Beste, ne? Aber ich finde, es genügt erstmal. Wir können hier jetzt erstmal den Wald fertig machen, ne? Jetzt ist da was unter Wasser. Wo ist es? Ist das da? Ich hab's auch gerade noch gesehen, das? Ja, das war's, Lul. Okay. So. Dann fangen wir mal an hier mit den... Oh, die Turbulenzen, Alter. Ist das, wenn irgendwie mehr Gebäude dazu kommen? Müssen wir nämlich gegebenenfalls sonst ein paar Sachen dann anpassen. Oh, hier ist halt echt irgendwie viel Wasser, was da so mal überschwappt. Vielleicht müssen wir echt mal so, keine Ahnung. Und so ein kleines Becken. Reinmachen. Da kann das Wasser dann reinfließen. Ja, guck mal, Lull. Es fließt halt echt so ein bisschen darüber, ne? Können wir ja, keine Ahnung, hier so einen kleinen Fluss langlaufen lassen. Ja, komm, ein bisschen zumachen hier, zack. Schon ein bisschen senken, so. So ist gut. Dann brauchen wir das hier nicht so hässlich aussehen lassen. Vielleicht bearbeiten wir so ein bisschen mal die... Oh, hier wieder richtig heftig gerade geblitzt. Ja, vielleicht baue ich hier mal eine
Brücke. Weil ist gerade echt krass, was das Wasser hier angeht. Vielleicht machen wir hier so einen kleinen Fluss. So. So ungefähr soll der Fluss langlaufen. Dann mache ich den mal eben so, dass hier auch das Wasser ein bisschen realistisch langläuft, ne? Wir werden jetzt hier nicht die Massen durchfahren, ne? Aber irgendwo muss das Wasser halt irgendwie abfließen. Hier so ein bisschen. So. Und ich würde das Ganze halt so ein bisschen natürlicher. Sondern dass das Wasser dann hier auf jeden Fall abfließt und nicht halt zurückfließt. Zack. Genau. So. Und jetzt. Ups. Ja, das soll eine Brücke werden, Boys. zack. So. Und jetzt muss ich ihn noch beibringen wieder. Zack. Zack. Und alles gut. Ne? Das Wasser kann noch nicht abfließen. Dafür mache ich jetzt was. Da müssen wir hier so ein Kanalding. Uff. So, das ist so ein Crash-Ding. Road Barrier. Genau, da kam wieder so ein Stück Wasser. Deswegen. Ich möchte halt nur so ein kleines Stück. So. I don't see a problem. Ziemlich unruhig der Fluss. Sehr unruhig.
So, wenn wir uns nämlich das jetzt mal angucken. Sieht das aber sonst eigentlich ganz gut aus. Okay, manchmal kommt da halt echt viel Wasser raus. Durch den Fluss. Aber grundsätzlich dient es halt erstmal nur zur... dass das Wasser halt irgendwie abgewehrt wird, ne? Ich hatte da mal was gesehen. Man kann halt hier so Steine hinmachen, die das so aussehen lassen, als ob hier das Wasser halt zurückgehalten wird. So. Zum Beispiel, aber... das sieht halt nicht aus. Mit so halt Riesensteinen irgendwie. Aber... so das Wahre ist das ja nicht, ne? Hm. So was brauche ich. Warte, was ist das? Oh, warte. Ja, und das nochmal weg. Uff. Ja. Das sollte doch eigentlich... das Problem beheben. Komm schon. So, wenn da jetzt halt Wasser durchkommt, da reinkommt. Und fließt das halt da rein, ne? Wenn das Wasser mal abfließen würde. Kunde. Oh, nice. Genau so. Das heißt, wenn nochmal so eine Überflutung kommt, sag ich mal, fließt das Wasser da halt feuchtfröhlich rein. Feuchtfröhlich, versteht ihr? Haha. Meinetwegen hier so mit einbauen noch. Das verhindert halt, dass da irgendwie Wasser sich drin staut. Kann man das irgendwie hier so... ich probiere gerade nur ein bisschen aus, ne? Ich weiß, dass das hässlich aussieht. Hier müssen wir es aber tatsächlich halt einsetzen. So, was ist das? Ach so, für... das sind Ruinen. Na, das scheint dir jetzt gut geholfen zu haben. Dieser Trench. Aber wenn man das halt hier irgendwie so langlaufen lässt, ne?
Nee, so tief kann man es nicht. Was, kann ich das irgendwie? Nee, kann ich nicht. Oh, ich habe die Aufnahme gebrochen. Okay, da habe ich die Aufnahme gebrochen, lul. Ich habe gefettfingert auf Bild runter und auf Ende ist halt meine Aufnahmetaste. So, aber ich denke, so haben wir das Problem, dass hier halt irgendwie Wasser rausgeschossen kommt. Ziemlich gut gelöst. Das heißt, wenn jetzt hier Wasser irgendwie halt rausfällt, dann fließt das halt auch direkt ab. Vielleicht machen wir es auch noch so direkt. Dann sieht es auch aus, als ob das alles irgendwie total geplant ist und so. Mega realistisch. Nee, gut, dann haben wir hier so einen kleinen Fluss. Und dann designen wir den jetzt noch hier so ein bisschen, ne? Vielleicht wollen wir hier sogar noch... Wo war das jetzt? Bei Büschen? Ich will halt jetzt so eine kleine Absperrung machen, dass die halt hier nicht da großartig reinlaufen. Weil hier ist halt alles jetzt ziemlich gefährlich wegen dem Wasser. Okay, ich habe den Baum gelöscht und nicht... So. Gefährlich, Leute. Da dürft ihr halt nicht lang, ne? So. Jetzt müssen wir noch den perfekten Abstand herausfinden. Ungefähr so, ne? Das war nicht gut. Shit. Okay. Jo. So. Wo ist dieser Water Trench? Hat den doch mal. Standard Sound Barrier. Kann man die auch einfach nehmen? Ich will nicht, dass du dich verbindest. Wenn jetzt so eine ich halt irgendwie nicht mit zufrieden. So, aber das sollte ja auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was helfen. So. Jo. Ist, glaube ich, okay. So, und dann können wir nämlich... endlich mal anfangen, die Bäume hier zu platzieren. Damit das Ganze mal ein wenig grüner aussieht. Alles nur hier wegen diesen doofen Überschwemmungen.
So. Und dann halt hier ein paar schöne Bäumchen. So. Okay. Jetzt zwischen den ganzen Straßen auch nicht vergessen und Platz lassen. Weil da ist ja noch ein Fluss. Stellt euch vor, man könnte so Statistik führen. Und stellt euch vor, wenn ein Baum wächst, würde er anzeigen, ob ein Mensch da mit dem Auto gegenknallen würde. Glaubt ihr, dieser Baum würde eine Markierung bekommen? Weil der ist halt mega doof, ne? Der Baum. Man rast halt instant dagegen, falls man halt irgendwie die Kurve nicht schafft. Hier so zzz und dann bam. Aber naja, was soll man machen? Ich hatte mal so ein Video gesehen, da ging es um die Diskussion, wenn halt dumme Leute durch irgendwas Dummes sterben, also wenn irgendwelche Leute, also ich will jetzt nicht sagen, dass direkt jeder, der auf dem dummen Weg stirbt, dumm ist, aber wenn halt Leute auf einem dummen Weg sterben, war mal die Diskussion, kann man dann oder ist es verwerflich zu sagen, natürliche Selektion, weil eigentlich ist es doch dann wissenschaftlich gesehen natürliche Selektion, oder? Ich weiß nicht, also irgendwie war, ich glaube, das Endergebnis der Debatte, dass es eben nicht natürliche Selektion ist, oder dass man, ist es verwerflich zu sagen, es ist natürliche Selektion. Ich weiß aber nicht jetzt genau, warum. Weil ich meine, wissenschaftlich gesehen ist es doch genau Selektion, dass dann eben, weil jemand irgendwie, keine Ahnung, nicht nachgedacht hat, gestorben ist, dementsprechend die Gene nicht weitergeführt werden können. Ist das nicht einfach natürliche Selektion? Also ist das, wäre das nicht wissenschaftlich gesehen natürliche Selektion? Oder was habe ich da verpasst? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ein Punkt, irgendwie, dass wir halt in einer Gesellschaft leben oder so. Wenn ich mich erinnern kann. So, ich versuche hier mal ein paar Bäume zu platzieren. Natürlich nicht so riesige Teile. Ja, ne? Sieht, denke ich, ganz okay aus. Unser Wasserfluss hier sorgt dafür, dass, wenn halt hin und wieder hier einfach mal so Wasser rausfließt, dass das auch abläuft. Was wir noch machen können ist, wir sagen, dass das auch direkt dann weiterläuft. Möchte jetzt aber mal gucken, dass ich das hinbekomme. Das heißt, das muss hier tiefer gemacht werden. So, ne?
Ups. Genau, das muss hier breiter gemacht werden. Damit das Echteren weiter fließt. Ja, das ergibt keinen Sinn, dass es so tief ist an dieser Stelle. So. Und hier gibt es halt eine kleine Kuhle, wo das Wasser drin hängt. Die könnten wir eigentlich entfernen. Zum Beispiel aber ein Teil nur. Machen wir die Brush Size ein bisschen kleiner. So. Und hier auch einmal. Wenn es geht. So, und jetzt fließt das Wasser ja auf jeden Fall dann durch, ne? Oder auch irgendwie zurück, so ein bisschen. Aber das sollte es ja nicht. Also, hier muss der höchste Punkt sein. Ist er auch. Dann fließt das hier runter. Hat hier einen niedrigeren Punkt. So. Das bedeutet eigentlich, es darf einfach diese Kohle hier nicht sein. So. Genau. Weiß der Teufel warum, das jetzt dann aber auch hochfließt wieder. Das Wasser hier reinfließt, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich tue das hier mal ein bisschen höher stellen. Ich will einfach nur verhindern, dass das Wasser da hochfließt. Was es aber halt tut, ne? Es rastet halt richtig aus die ganze Zeit. Aber ich denke, das ist okay. Wenn es wenigstens konstant... Ich wollte gerade sagen, wenn es wenigstens konstant rausfließen würde. Aber das können wir ja eigentlich machen, ne? Können ja sogar hier sowas hinmachen. Das sähe halt nicht aus. Dann müsste man hier eigentlich schon... Ach. Manchmal nervt das Bauen. So, hier irgendwie so, ne? Nur in schön. Kann hier nochmal irgendwie Wasser rausgeschossen kommen? Oh, das geht zum Beispiel. Das wäre cool irgendwie. Weiß halt nur nicht, wie das dann aussieht. Wir können ja mal schauen. Ich bin gespannt. Okay. Es muss halt schon dann perfekt drauf liegen. So.
Es ist halt unnormal groß dafür, ne? Und jetzt kommt kein Wasser raus. Okay, lassen wir das. Und hören auf, rumzuspielen. So. Aber ich denke, wir haben echt was geschafft, diese Episode. Und nächste Episode werden wir den Bahn- und Busdepot bauen. Das wird interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.